die Maler, die machen Ölbilder und die hängen es einfach an die Wand. Ja. Und wir machen eben genau keine Ölbilder. Ja. Also wir sind ständig am Experiment. Ja. Also und da wird es eigentlich erst spannend. Bei uns sind die Arbeiten eigentlich nie abgeschlossen. Ja. Die funktionieren teilweise nicht, ja. Weil sie nicht fertig sind einfach. Ja. Und damit fetzen sie am Meer. Also Ölbild. Die Herausforderung an diesem Projekt im Speziellen war natürlich, dass die Unsere Klasse ist so divers, dass wir nicht bei einer digitalen Kunst uns überhaupt positionieren können. Wir können eigentlich nur sagen, in bestimmten Formaten machen wir was. Jetzt haben wir uns zum Beispiel positioniert in dem Format, wie stellt man digitale Kunst aus? Und ich glaube, wir haben eine sehr intelligente Lösung gefunden. Als architektonisch verstehen, sehr medial. Wir haben zum Beispiel hier eine 8-Kanal Soundlinie, die den Raum durchschreitet. Das heißt, wir gestalten den Raum auch mit Körperlichkeiten, die nicht sichtbar sind. Und genau dieses Spiel ist eigentlich das ganze Spiel dieser Ausstellung zwischen Vorhandenen und Nichtvorhandenen. Die Studenten mussten sozusagen selbst wenn sie nur Videoproduktionen machten, mussten sie etwas physisch Reales schaffen als Repräsentant für das Virtuelle. Das heißt, wir haben immer etwas, was wir im Realraum sehen, angreifen können, was skulptural ist und was eine Verbindung zu dieser virtuellen Welt schafft. Bitte. Gut. So. Okay.
Komponenten ja einfach zur Zeit kommen, wenn wir alle Komponenten berücksichtigen und nicht wirklich den Zeitplan einhalten. Unter den vorausgegebenen Voraussetzungen und wenn wir diese, unsere kollektiv verabredeten Regeln uns näher anschauen, wissen wir nicht wirklich, ob das Ganze auch so funktionieren wird, wie man sich das vorstellt. Nichts funktioniert. Kunst hat ja immer ein Problem mit der Wirklichkeit und die Wirklichkeit umgekehrt hat ein Problem mit der Kunst. Kunst versucht, die Wirklichkeit entweder zu dekonstruieren oder umgekehrt sich neue Wirklichkeiten zu schaffen. Was wir hier sehen, ist sozusagen die Metaebene der Dekonstruktion von Wirklichkeit. Wir haben hinter der Dekonstruktion, hinter der dekonstruierten Wirklichkeit noch eine Ebene. Das Konzept für diese Ausstellung und überhaupt auch die gesamte Gestaltung wurde prinzipiell kollektiv von der Klasse erarbeitet. Es gab seit Oktober des Vorjahres ausführliche Klassenbesprechungen, Brainstormings und Einzeltermine, wo diese Ausstellung konzipiert wurde. Und das funktioniert jetzt so, dass es insgesamt über 30 Arbeiten gibt, die auf diesen Stelen repräsentiert sind. Jede Stele ist sozusagen ein Alias der Arbeit. Diese Stelen kann man physisch verschieben, jeder darf sie angreifen, an diesen Punkt hier fahren und die lösen dann verschiedene Medieninhalte aus. Also wir haben die Stele als Alias, wir haben den Medieninhalt als Reflexion zu einem Kunstwerk, das aber gar nicht hier existiert. Das ist eine Arbeit, da werden auf eine Schallplatte Bilder projiziert. Das ist, man kann die Schallplatte scratchen, aber auch die Aufmunition von dieser. Ich glaube, wir leiten jetzt gleich direkt über zum performativen Teil, weil wir beschäftigen uns ja nicht nur mit Virtualität und mit Räumen, sondern wir beschäftigen uns auch mit Klängen. Und da gibt es jetzt eine Performance von drei Klangmaschinen, die im Wintersemester entstanden sind.